Erstmal, ich glaube, ich fange einfach mal so an. Fuck Artikel 13 und Konsorten. Was bildet ihr euch überhaupt ein? Faxgeräte verbieten jetzt! Wie wär's denn mit einer Urheberrechtsabgabe auf Kugelschreiber? Wir haben hier es zu tun mit einem Konglomerat von Lobbyisten für irgendwelche Content-Mafia in Verbindung mit den alten Medien, die versuchen, das Geld zu kriegen, was jetzt die Datenkraken kriegen. Ist nicht schön? Ich gönn's den Datenkraken nicht. Ich gönn's aber, ehrlich gesagt, den alten Medien auch nicht, wenn das auf unserem Rücken passiert, jetzt reicht's. Wir brauchen nicht unbedingt Datenkraken. Wir sollten wieder mehr eigenes Web und eigenes Netz machen. Aber wo wir unsere Inhalte einstellen, bestimmen wir. Und was wir einstellen, bestimmen wir. Das nennt man Zensur. Man nennt es die Verletzung der Informationsfreiheit, wenn man etwas nicht sehen darf, obwohl es da ist. Und übrigens, die Informationsfreiheit ist ein Menschenrecht. Sie ist aufgeführt in der Charta der Vereinten Nationen, in der Menschenrechtscharta. Sie ist aufgeführt in der EU-Charta der Menschenrechte. Es ist ein Menschenrecht. Genau übrigens, wie die Meinungsfreiheit ein Menschenrecht ist. Kunstfreiheit. Wir reden hier darüber, dass ein paar wahrscheinlich hauptsächlich Herren gerne für ihren Geldbeutel diese Menschenrechte beschneiden wollen, soweit, dass sie kontrollieren, dass im Internet erscheinen kann und was nicht. Und das geht gar nicht. Das ist inakzeptabel. Wenn das Europaparlament ein Parlament werden will, es ist ja noch keines. Ein Parlament ist nur dann ein Parlament, wenn es Vorlagen entscheidet und nicht, wenn es ein Abnickkaufen ist von irgendwelchen Lobbyisten, wenn es nämlich für das Volk da ist, für die sogenannten Bots, für uns, dann seid ihr ein Parlament, liebe Parlamentarier, und sonst seid ihr ein Abnickverein für Lobbyisten. Ein Parlament werden wollt und unsere Unterstützung wollt, dass wir euch tatsächlich wählen und nicht nur Satiriker wie die Partei, die sich im Übrigen vorbildlich gegen diesen Artikel 13 und folgende Unfug einsetzen. Wenn ihr das wollt, wenn ihr unsere Zustimmung wollt, wenn ihr nicht nur in der EU eine Demokratie simulieren wollt, dann werdet ihr uns bitte in Zukunft vorher fragen, was ihr macht und nicht hinterher. Ihr werdet nicht über einen Shitstorm merken, ob wir überhaupt einverstanden sind oder vielmehr das nicht, weil ihr habt nur aufs Geld geschaut. Die EU muss mal auf die Menschen schauen. Auf die Menschen, die in der EU leben. Das beinhaltet alle EU-Bürger, aber auch alle anderen. Und solange das nicht passiert, ist die EU ein Problem und habt ein Problem. Und das muss korrigiert werden. Und das wird jetzt vielleicht korrigiert, beginnend mit dieser Bewegung. Es reicht. Es reicht. Wir wollen Demokratie. Dankeschön.